Es ist einfach so spannend, jedem, dem ich in den letzten Tagen erzählt habe, dass wir für die nächsten Monate erstmal, ja, ich sag mal, ohne festen Wohnsitz unterwegs sein werden, hier gerade dabei sind, die Wohnung aufzulösen und einfach mal wirklich komplett frei uns auf der Welt bewegen und uns leiten lassen, so von Monat zu Monat. Also so 4 Wochen wollen wir schon immer so an einer Stelle sein, in einem Land zumindest, aber uns dann immer weiter leiten lassen, ohne einen festen Plan zu haben. Und das ist auch bei Seelenreadings, die ich mache, bei meinem Gegenüber, ich würde sagen zu nahezu 99%, wenn wir da so in die Tiefe der Seele eintauchen, bei 99% von meinem Gegenüber kommt immer, ich würde gern reisen und auch frei auf der Welt unterwegs sein. Wie das für jeden Einzelnen auch immer ausschauen mag. Ich liebe es einfach auch, im Warmen zu sein, Sonne, Strand und Meer zu haben, aber auch schon mal so ein paar Wochen, ja, so zur Weihnachtszeit jetzt bald, kann ich mir auch vorstellen, irgendwo im Kühlen zu sein, im kühlen Norden, wo auch immer. Schauen wir mal. Und anscheinend liegt das ja irgendwo so ein bisschen in unseren Genen, dass wir so einen Entdeckergeist haben, was ja auch als Kind ganz natürlich in uns aktiv war. Wir sind ja morgens aufgewacht, oft ganz, ganz früh zum Leidwesen von Mama und Papa. So mit dem Gedanken, was kann ich heute entdecken, was kann ich heute kreieren? Welche Geschenke hält das Universum heute für mich bereit? Und was gibt es heute einfach Neues? Und so gesehen ist ja dieser Entdeckergeist irgendwo anscheinend noch in uns angelegt. Sonst würden nicht so viele Menschen auch in der letzten Zeit, sorry, zu mir sagen, hey, ihr habt so recht, eigentlich würde ich das auch gerne. Und dann kommt das Aber, ich traue mich nicht, oder es kommt das Weil, geht jetzt nicht weil, was auch immer nach dem Weil kommt. Und da würde ich dich gerne mal dazu ermutigen, jegliches Aber, das du dir erzählst, ich würde ja auch gerne aber oder es geht jetzt nicht weil, hinterfrag das mal. Hinterfrag das mal dahingehend, was wäre, wenn es tatsächlich dennoch für dich möglich wäre. Weil wo steht geschrieben, dass für dich jetzt etwas nicht möglich ist? Es steht doch morgens niemand da, der dich dazu zwingt, jetzt genau die Dinge zu machen, die du bis eben tagsüber machst. Womit du dein Leben gestaltest, womit du deinen Lebensstandard dir verdienst. Ich komme ja aus dem öffentlichen Dienst und bei mir stand früher auch niemand morgens in der Küche und hat mir gesagt, du musst jetzt dahin. Ich habe geglaubt, dass das so sein muss, war ja auch eines der Gründe, warum ich mir so einen aus meiner damaligen Sicht sicheren Job gesucht hatte. Die Wahrheit ist aber, dass niemand da stand und mich dazu gezwungen hat, das zu machen. Und in dem Moment, wo ich aufgehört habe, mir die Geschichte zu erzählen, es geht jetzt nicht weil oder ich würde ja gerne aber, und das mal umgedreht habe und mal angefangen habe, das Gegenteil mir zu kreieren, mal angefangen habe, das Gegenteil von diesen Dingen zu glauben, in mein System hereinzulassen. Das hat alles verändert, weil das sind Naturgesetze, das sind alte Bibelgesetze. Nach deinem Glauben wird dir geschehen. Und solange du glaubst, es geht für dich jetzt etwas nicht weil, oder du kannst jetzt nicht etwas machen weil, oder du würdest ja gerne, aber das sind alles Geschichten, die wir uns selbst bis eben glaubhaft erzählen. Dabei ist auch für dich viel, 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 viel mehr möglich als das, was du bis eben für möglich hältst. Deshalb erlaub dir einfach mal, das umzudrehen und in dein Sein hineinzulassen, dass du beginnst, was anderes zu glauben, und dem darfst du dann natürlich folgen, weil nur zu glauben und nichts dafür zu tun, wir sind immer noch in einem Universum, wir dürfen da auch noch ein Beitrag sein, dass wir dann eben auch in dem Leben ankommen, von dem du, dein Herz, deine Seele bis eben träumen.